Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Und Zitane, Zitane zuckt herum, weil ich mich verdrückt habe. So, ich gehe nochmal hier rein. Und zwar, wir haben ja im letzten Part feststellen dürfen und müssen, dass wir sogar für Kuya zu schwach sind. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen trainieren. So, das eine. Das andere sind diese seltenen Waffen. Den Großteil dieser Waffen kriegt man nur über einen Schokobo. Genau den Schokobo, wo wir erstmal die ganzen Schatzkarten freischalten müssten und so weiter. Ja, jetzt ist die Frage. Wollt ihr, dass wir das machen tun? Das wird aber ein ganzes Stück dauern. Oder ich lasse euch, oder ich übergebe euch diese Aufgabe, wie denn eure fähigen Hände für all jene, die Final Fantasy 9 lieben oder mögen oder gern durchhaben möchten. Und wir starten dann ein neues Projekt im Laufe der nächsten Tage. So, auf jeden Fall werden die nächsten Parts einfach mal darin bestehen, dass wir leveln müssen, um überhaupt Kuya zu besiegen. Also ich strebe jetzt einmal für heute, was haben wir denn? Wen habe ich denn mit? Vivi, Steiner, Aiko, Zitane. Ich strebe mal für jeden. Also für die Aiko strebe ich vielleicht mal Level 65 an. Für Vivi und Steiner vielleicht Level 60. Zitane ist sowieso, der schießt sowieso durch die Decke. Entschuldigung. Würde ich mal sagen. Bin aber am Überlegen, ob ich Vivi tausche gegen Lilly. Weil die Lilly dann mitheilen könnte. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht Level 75 unbedingt, wie ich zuerst befürchtet habe. Sondern das würde auch schneller gehen. So, wir legen an. Ich glaube, bei ihr habe ich noch nichts geändert. Genau, die Magierroute. Da kriegt sie Migra. Haben wir hier noch was für die Route? Nein. Nein, Kates Armreif. Nein, oh, Entschuldigung. Judo-Kittel. Haben wir da was? Nein, oh, Entschuldigung. Das wollte ich gerade nicht. Wieder mal verdrückt. So. Und den hat sie auch noch. Okay. Herr von und zu Steiner. Die Donnerklinge. Ja, auch Steiners besondere Waffe, sage ich mal, ist mit dem Schokobo erreichbar. Was haben wir denn da? Dussack. Schau mal, die Mondklinge. Oha, das habe ich übersehen. Tut mir sehr leid. So, da haben wir auch nichts. Stacheldingen. Hatte ich da nicht schon mal die Genshi-Rüstung drinnen? Ich hau die jetzt einfach mal so rein. Haben wir sie dreimal. Das Haarband, das Schöne. Da ist, glaube ich, auch nichts. Der Steiner ist voll fertig. Oh, Entschuldigung. Haarband hatte ich gewählt gehabt, ne? Für ihn. Ja, habe ich nur einmal. Weißt du, bist zu schwach. Ich nehme da mal ausnahmsweise den Schwarzgurte. Vielleicht kann da noch jemand was anfangen mit diesen Sachen. So, auch Zitanes bestes in Slot-Schwert ist leider Gottes auch mit einem Schokobo erreichbar. Also das, ja, ich glaube, das sind 7 oder so oder 6 Waffen, glaube ich, die man so erreichen kann, von denen ich jetzt erfahren habe. Ja, also wie gesagt, das überlasse ich euch. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen das unbedingt haben, dann werden wir das auch versuchen zu erreichen. So, wo waren jetzt? Waren hier noch Monster? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich will bewusst hier oben erstmal trainieren. Weil, so wie es ausschaut, habe ich es sogar zusammengebracht, alle versteckten Waffen, die es hier am Ort der Erinnerung gibt, zu bekommen, was mich selber auch wundert. Ja, jo, da sind eben, glaube ich, die stärksten Gegner, die es so gibt. Und da kann man, glaube ich, am besten leveln. Ich werde noch nicht stibitzen mehr, ich werde einfach draufhauen. Einfach draufhauen. So, Wind war der, ne? Ich habe keine Ahnung, was so gut ist. Wind... irgendwas Erdiges. Eigentlich was Erdiges? Ich glaube nicht, oder? Ich will es mit Odin.
So. Eisenschneider. Da kommt er, der Gute, ne? Ja, ja. Aber er hat ein Schwert, nicht seinen Dreizack. Oder sein Speer, nicht Dreizack, Speer. So. Odin hat eigentlich einen Speer. Als Waffe. Dafür stimmt das Pferdchen. Das gehört wirklich. Weil ich habe den Namen vergessen. Verfehlt? Echt? Okay. Dann geht das so nicht da. Nein, nein. Eiko? Noch nicht. Silentium-Kralle. Schön. Ist jemand krank? Nein. So. Dann würde ich sagen, wir rufen, dann nehme ich halt normale Dingens. Dann nehmen wir halt ein Bahamut. Ihr seht ja, der hält schon viel aus, ne? Also im Regelfall gibt er normalerweise viel Erfahrungspunkte, hoffe ich. MP, ja. Dann hoffe ich eben sehr, sehr stark, dass wir ganz rasch unsere gewünschten Level bekommen tun. Das war nicht zu stark, ne? Jawohl, jetzt ist er gar nicht mit der Zeit. Sehr gut. Achso, da gibt nur AP-Punkte. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, dann muss ich natürlich nach unten. Das ist jetzt ja doof. Okay. Scheibendreck. Der gibt nur AP. Weißt was? Dann machen wir was. So, wir teleportieren uns. Ja, es hilft eh nichts. Da müssen wir runter. AP-Pünktchen sind schön und gut, aber ohne Erfahrungspunkte bringt uns das jetzt momentan leider nichts. Wir brauchen nämlich die Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt wieder voll vergessen, Entschuldigung. So, also, zurück zu Invincible. Jawohl. Hä? Warum sind meine Teammitglieder jetzt weg? Das ist aber nicht sehr nett. Und Herr Steiner. Bin aber auch im Überlegen, ob ich da nicht lieber Mahagon wähle, weil er nämlich die Fähigkeit noch hat, dass er uns AP zurückgeben kann. AP sage ich. MP, Entschuldigung. Und er hätte auch eine coole Waffe. Ich glaube, ich nehme Mahagon mit. Entschuldigung, dass ich jetzt mit einem schwächeren Charakter weitermache, aber ich glaube, das ist jetzt in dem Fall eine bessere Kombi. So, Momentchen. Ich gehe mal shoppen. Wir können auch, jetzt da wir so reich sind, können wir auch nach Treno fliegen. Wenn ich jetzt weiß, wo das ist. Das war jetzt hier in der Karte. Können wir eigentlich auch nach Treno fliegen, wollte ich sagen, und eine Auktion noch starten, wenn es was Gescheites gibt für uns. War das nicht irgendwo hier? War Treno nicht da? Bemerk hier. Halt, Tali. Da irgendwo, ne? Aussichtsturm. Höhle des ewigen Eises. Verwunschener Wald. Alexandria, da bin ich verkehrt. Da? So, irgendwo? Clara? Hä? Aus der Kuss. Ah ja, stimmt. Queen Ascaro, die können wir uns noch schnappen. Wir müssen insgesamt 99 Frösche gesammelt haben. Dann kriegen wir seine wie hieß sie? Gastrogabel? Ich glaube Gastrogabel. Das können wir machen. Ah, da unten ist Treno. Das können wir allerdings wirklich machen. Ich sehe ja gerade, wir sind hier und da sind wir da oben. Da drüben, warte, wo war jetzt der Moras? Der war schon da oben, gab es einen, glaube ich, ne? Warte kurz. So, Treno ist ganz da unten. Ich sollte vielleicht ein bisschen runter. Ich sehe gar nichts. So, hier gibt es hier, glaube ich, auch einen Moorast. Würdest du? Entschuldigung. So. Hier gibt es... das ist Nebel. Ey, das ist fast die Hand nicht mehr vor Augen. Nicht so schnell. So, Moorast suchen. Egal, boah, das siehst du gar nichts mehr, ne? Karte. So, schon besser. So, natürlich, weil ich auf einer Insel bin. Ah ja.
nicht landen. Ach, nicht landen, bitte, nein. Gehst jetzt rein da, Herrschaftszeiten. So. Der berühmte nervöse Finger wieder. Also da war jetzt Queer, genau. Baum Ifas, da musste da irgendwo dahinter sein, der Moorast. Morast. Da irgendwo, warte, warte. Na nü, wo war der? Achso, weiter da herum, ne? Da so. Na nun, war da nicht immer einer? Hä? Doch hier, ne? Warte. Da. So, bitte landen. Gehen wir gleich schauen, ob es hier ein paar Frösche mittlerweile wieder gibt. Ich möchte bitte betreten. Dankeschön. Die fangen wir ganz fix. Vielleicht dauert es eh nicht so lang und wir kriegen dann unsere Gabel für Quina. Die können wir halt noch holen. Holen. Einfach nur just for fun. Wenn es halt hier Frösche gibt. Mal schauen. Ja. Hä? Warum starten wir das Event nicht mit Quina? Muss der dabei sein? Im Team oder was? Ich dachte, das geht so auch. Ach, Hupfengatsch. Dann eben nicht. Muss der jetzt im Team sein? Oder geht das jetzt schon gar nicht mehr? Das wäre jetzt echt gemein. Mann, ist das jetzt ärgerlich. Na, ich will da rein, bitte. Das ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt muss ich das kurz mal probieren. Das gibt's ja nicht. Tja. Mahagon, es tut mir gerade leid, aber irgendwas ist da gerade komisch. Oder hat er schon 99? Moment. Nee, oder? Habe ich das dann über... Falsch. Habe ich das dann übersehen? Da kann ich noch keine 99... Nee, hat er nicht. Die haben zwar auch Geschenke bekommen von ihm, aber nee. Na. Bitte aufbrechen. Ich probiere es nur schnell. Ist wahrscheinlich eh für die Fisch. Wieso klappt denn das jetzt nicht? Ich hab's vergessen. Muss er echt im Team sein? Wahrscheinlich. Na, logisch wär's. Das ist mir dann noch nie bewusst aufgefallen. Wups, da. So. Natürlich muss er im Team sein. Okay. Sultane, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Mann? Schon wieder? Gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Mann. So, halt, dich haben wir schon mal. Bitte, ja. So. Ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest. Ach, nö. Minno, 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 Minno. Jawohl, der Nächste. Ein Babyfröschchen. Was? 49 haben wir erst, du Heilige. Du Heilige. Ich meine, ist eh schon nicht so schlecht, aber puh, trotzdem viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Rika Kuga. Jawohl, Babyfrosch. Ich hänge fest. Babyfrosch. Ach, genau. Großer Frosch, kleiner Frosch, dicker Frosch, dünner Frosch. Ja, ja, ja. Sehr gut. Jawoll! Und dann brauchen wir noch den Großen da oben. Komm her, Schnucki. Jawoll! Genau, und die Arme gehüpft. Alle? Eine Kaulquappe geht ja nicht, ne? Passt, dann sind wir fertig. Und Quina, bist du bedient? Es ist nicht so einfach, Fresse zu sammeln, Mats. Genug, Mats. Jawoll. Passt, dann können wir abhauen. Ich habe ganz vergessen, wie viele Moorast es gab. Ich glaube, ich kenne 2 oder 3. Ich habe es vergessen. Wieder mal. So. Dann wird es hier einen noch in der Nähe von Lindblum geben. Lindeblume. So. Dann werden wir gleich da rauffliegen. Dann kommen wir unten wieder raus. Das hört sich gerade komisch an, ich weiß.
So. Fliege, 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 fliege. So, jetzt müsste hier irgendwo auch einen Wah. Einen geben tun. Wo sind wir denn da? Ach so, da. Ich will hoch, bitte. Noch ein Stück. Ach so, das hier war die Absturzstelle, ne? Mit der Gargantula. Warte, noch nicht. Warte, warte, warte. Hä? Das ist, das Dom jetzt gerade. Was war jetzt das denn für ein? Die Blumen, ne? Ja, ja, passt schon. Badabaum. Ich sehe gar nichts. Ja, das ist verkehrt. Hier richtig? Ah, das schaut schon besser aus, oder? Na, nichts besser. Doch besser, vielleicht, eventuell. Wo müssen wir hin? Da lang, da lang, da lang. Da ist er. Irgendwo da. Da. Da ist der Moorast. Sehr gut. Gehen wir noch ein paar Fröschchen fangen. So. Ich habe keine Ahnung, wann diese Frösche resetten, sozusagen. Aber ich glaube, das dauert eine Zeit. Und wenn ich Pech habe, kriege ich die 99 gar nicht mehr zusammen. Das wäre natürlich ganz schlecht. Zitane, da hätte ich noch ein paar Frösche fangen, bitte. Na gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Mann. Tja. Ah ja, der gute Quina, der nimmer satt. So, den ersten haben wir schon, ein Babyfröschchen. So. Nein, nicht weglaufen. Wow, den zweiten. Sehr gut. Na, fast. Aber jetzt haben wir. Der dritte. Hüpf nur. Jawohl. Nächsten. Viele Kaulquappen, ne? Ich habe echt keine Ahnung, in welchem Zeitraum. Jawohl. Wenn ich hier diese Fröschlein kriegen kann, sind das alle schon? Ja, der Rest ist Kaulquappen. Na gut, dann sind wir fertig. Schade wegen ein, ne? Oder so, wir hätten mit 60 was bekommen. Und Quina, bist du bedient? Gar nicht sein, auf die Frisur zu fangen, Mann. Ich hab genug. So, passt, können wir wieder abhauen. Ja, okay, das dauert dann doch länger, als ich gedacht habe. Dann werden wir jetzt eine Auktion starten. Vielleicht kriegen wir noch was Gescheites. Mal schauen, was die Schnösel sagen. Was? Nein, ich will ein Schiff, du Kerl. Ach Gottchen. Ja, ja, war klar. War logisch. Hau mal schnell weg und dann ist gut. Kann er den verspeisen? Ach, hier gibt es jetzt auch die großen Viecher. Das ist ja praktisch. Kann er die jetzt eigentlich auch verspeisen? Das müsste man versuchen. So, vielleicht mal. Der gute Quina. Er ist schon hin. Ja, gut. Gut, da haben wir es. Ja. Das war dann doch ein bisschen zu stark. So. Passt. Darf ich jetzt bitte fliegen? Danke. So, Drenor müsste da. Irgendwo da sein. Na, das sind wir bei Dali. Achso, das ist durchwurzelt. Genau, hier. Da. So, landen bitte. Ich bin echt gespannt, ob wir was Gescheites kriegen tun. So. Down. So, na, runter da. Dann hier rüber. Dann da so, hier so, da so raus. Servus. Dann
was, glaube ich, hier. Ah ja, die Stella. Die Stellaris-Frau da könnte man auch noch. So, was haben wir denn da? Schurkenreif. Ja, ich glaube, das wird der Höhepunkt der heutigen Auktion. Ja, aber ich glaube... Aber wenn das so ist, dann können wir uns das wohl nicht leisten. Nun ja, wenn aber die anderen Leute ihr ganzes Geld schon vorher verpulvern sollten, dann können wir vielleicht doch ein Schnäppchen machen. Oh, die Stammbieter in den ersten Reihen kommen meist nur wegen dem Hauptobjekt, aber vielleicht kann man sie dazu bewegen, schon vorher ihr Geld loszuwerden. Ja, sehr guter Tipp. Tipp, Schurkenarmreif, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Hallo, ich würde gern schauen, ob du irgendwas Gescheites für uns hast. Ein Baumwollkleid haben wir gar nicht mehr. Ich nehme es einmal mit. Wir haben hier so viel Geld. Ja, ich hoffe, das wird mir nicht das Genick brechen. Zauberstock. Ja. 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 Ah, jetzt hat er Fußketten, ne? Die Sau. Nicht auch ein Schmied? Nö. Da habe ich mir jetzt vertan. Entschuldigung. So. Gut. Schurkenarmreif also. Dann versuchen wir uns den mal zu schnappen. Vielleicht bringt er uns ja noch eine neue Fähigkeit. Ich habe keine Ahnung. Vorher noch... Entschuldigung. Fast in einen Kerl umgerannt. Vorher noch die eine Dame da oben. Vielleicht hat sie jetzt ja mal Bock, uns was abzunehmen. Ansonsten soll sie mit dem Buckel runterrutschen. Hallo. Oh, er hat also die Biscestellatio in seinem Besitz. Oh, überlasse er sie uns und ich werde ihn reich belohnen. Ja, da bitte. Oh, sehr vernünftig von ihm. Wir danken für das Geschäft. Ja, huhu, müsst ihr eigentlich machen, ne? Huhu, huhu. Huhu, huhu. Oh, ah, ja. Seine Belohnung erhält er von unserer Dienerin. Eine Phönixdaune. Und, haben wir noch was? Oh, er hat also die Aquarius Stellatio in seinem Besitz. Guru, guru. Überlasse er sie uns und ich werde ihn reich belohnen. Ja, nimm. Oh, sehr vernünftig von ihm. Uhu, wir danken. Ah, ich glaube, da gibt es auch irgendwas, wenn man alles schafft, aber... Ahnung. Oh, aha, aha, seine Belohnung erhalte ich von unserer Dienerin. 2000 Gil. Ja, gib her den Dreck. Noch was? Ja, dasselbe in Grün nochmal mit einer Capricornus Stellatio. Ja, die geben wir auch. Ich verspreche es jetzt mal. Das könnte durchaus nervig sein, ne? Diese Stimmlage. Huhuhuhu, ich bin so glücklich. Huhu. Ja, die Dienerin und so. Dussack, das schau mal einen an. Noch was? Ja, Micro Stellatio. Perfekt. Ja, 2, 4, 5 haben wir schon. Boah, ich glaube, da gibt es irgendwas mit 12 oder so. Keine Ahnung, das sind ja nicht alle, oder? Ohoho! 5000 Gil. Und haben wir noch was? Da? Nein, wir haben sonst nichts mehr. Okay. Aber bitte, das war echt noch schlecht. 4 insgesamt, ne? Boah. Mhm. Das war gut. So, lauf. Entschuldigung. So, wie komme ich jetzt am besten? Zum Auktionshaus wollte ich gerade. Ach ja, ich Idiot. Was schon. Ja. Passt ja. Speichern kann man bei dem schönen Mogli da oben. Warte, Mogli. Stopp! Halt! Stopp! Ah ja, stimmt, wenn wir gleich da sind. Warte, wir speichern natürlich. Ja. Wir können ja da drinnen vom Baron Keen das Monster eventuell auch besiegen probieren. Können wir durchaus in Erwägung ziehen. So, da wird's draufgeknallt. Jawohl. Perfekt. Fertig. Na, was mache ich denn? Entschuldigung, falscher Knopf. Ja, ich muss wieder die Steuerung zu. Ja. Tschüss. Das Hauptobjekt der heutigen Auktion ist
Rarität des Tages, irgend sowas und noch sowas. Das brauchen wir überhaupt nicht. Martin Schild brauchen wir auch nicht. Schurkenarmreif, den brauchen wir. Und weiter geht's, ne? Die erste wäre nicht schlecht. Rattenschwanz. Ach du Heilige. 7400. Was? Machen wir gleich 10, oder? So, so, ha? Das passt. Hi. Aha, aha, aha. Hm. Machen wir so. Das schau ich das mal an. Du Sau. Wir haben ja genug Geld, aber trotzdem ist gemein. Alter. So. Ich hätte nicht so hoch pokern sollen, ich Idiot. Entschuldigung. Und? Alter. Alter. Ist schon gut? Hallo? Beim ersten Ding schon so viel. Das ist halt ein Fred mit den Reichen, ne? Alter, der geht mir am Arsch, der Kerl. Was? Jetzt hört auf. Bam. Bam, 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 bam. Jawohl, bekommen. Keine Ahnung, was das für ein Item ist. Hatten wir das schon? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Nächstes Objekt, ja, da können wir die Reichen das Geld aus den Taschen ziehen. Da schlage ich gleich mal. Boah, 2000 vor. Da schlage ich gleich mal. Warte. Ist das zu viel? 3000? Machen wir mal da neu. So vielleicht? Ja. 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 Oh, die geht gleich rauf, ne? Okay, dann machen wir vielleicht hier 5. Jawohl. Ja, vielleicht machen wir gleich 7. Jawohl, das fruchtet. So, vielleicht kann man noch einmal auf 8 erhöhen. Oh, jetzt kauft es zum Schluss keiner. Ups. Komm, einer geht noch. Scheiße. Voll. Das hab ich mir gekauft. Nein, das wollte ich nicht haben. Ich wollte nur hochpokern. Aha. Super Zocki. Ich mach gleich mal auf 3. So, vielleicht. Na? So. Jawohl. Mach gleich mal auf 4, 5. So, ne? So. Das ist mein letztes Ding. So. Jawohl. Immer raus mit eurer Kohle. Bau, bau. Naja, macht's nur ihr zwei. Okay. Der will das Teil unbedingt haben. Und? Und? Aha, ja, der traut sich noch. Mhm. Und? Also, Auktionär muss man sein, ne? Dass man da Kohle kriegt, oder? Das wäre so, das wär ein cooler Job irgendwie, oder? Ja, wer bietet mehr? Wir haben hier im Hintergrund ein Item, das so häufig ist wie, ja, Ratten in der Gosse. Aber keine Sorge, genau dieses Teil hier ist eine Spezialität. Wir beginnen mit dem Gebot von 1000 Gil. Wer bietet mehr? Mhm. Und dann bist du stinkend reich, ne? Ja, Schurken am Reif, jetzt sind wir dran. Mua. Da fangen wir gleich mal an. Jo, das passt schon mal. 7000. Was, was? Wie viel? Ihr Trottel. Ey. So. Alter. Der Kerl. Alter, den will ich haben. Ja. Ja. Jawohl, gewonnen, supi. Vielen lieben Dank. Wird nach einer Pause fortgesetzt. Echt, da gibt es dann nochmal was? Wirklich? Raus, rein, das zum Beispiel? Das klappt, das weiß ich gar nicht mehr.
Echt? Oh, dann hat es auch zu Ende. Ich schaue mal kurz. Tatsächlich. Glyphonherz. Dragonsartefakt. Mardeinschild. Haarband. Gut, wir werden jetzt schnell mal den Part beenden und dann mache ich weiter. Das werde ich auch haben wollen, denke ich. Also dann, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!